Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 20. Dezember mit dem Video, wie geht es jetzt mit deinem Seelenpartner und dir weiter? Und das jetzt zum Wintersonnenwende und der Vollmond. Wir haben ja jetzt Vollmond am 22. Dezember, das ist am Samstag. Wir haben den Vollmond im Krebs. Und was das jetzt hier auslöst, wie geht das hier weiter mit euch beide? Das sind ja allgemeine Legungen, können viele Dinge zutreffen, müssen aber nicht auf alle genau zutreffen. Nehme hier aus dem Orakel das raus, womit du in Resonanz gehst. Für persönliche Beratungen vor Weihnachten habe ich keine Zeit mehr, also alles andere ab Weihnachten wieder. Also ich habe noch einige Termine, die ich noch abarbeiten möchte. Und da ich auch die Rauhnächte beginne, wo du auch gerne daran teilnehmen möchtest, also ist eine ganz, ganz intensive Begleitung, energetische Begleitung und auch rituelle Begleitung und natürlich auch mit Karten, mit Orakel und natürlich auch mit Tipps, was du an dem Tag beachten sollst, was du halt auch deine Träume, wie du das deuten sollst. Also ist eine Kommunikationsgruppe sozusagen. Wir haben die Rauhnächte Reka. Also wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du gerne in diese Gruppe kommen. Schau vorab in meinem Shop. Da ist die Rauhnächte Energiekreis, also mit aufgelistet. Also wie gesagt, wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du gerne zu uns kommen. So, und natürlich möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass es so gut bei euch ankommt und auch meine alle neue Abonnenten herzlich willkommen heißen. Ich habe mich sehr gefreut, also dass es so einen großen Anklang bei euch gefunden hat. Und beginne ich jetzt auch damit, ja? Also, das Bild ist ziemlich wie das letzte Mal, soweit ich mich daran erinnern kann. Also da bist du, hier oben bist du. Das bedeutet, also du bist in deinem Gefühl, also ist die linke Seite, bist du in deinem Gefühl, in deine Kraft, also ziemlich oben. Also freut mich sehr, dass du so nicht in diese Bedürftigkeit bist, sondern immer mehr in dein Gefühl kommst. Da ist dein Seelenpartner, er ist auch in seinem Gefühl, ist auch ziemlich in seine Kraft. Dennoch ist hier eine andere Person, wie du das auch siehst. Also diese mütterliche Person kann eine noch Partnerin bedeuten, eine noch Partnerin oder eine Ehefrau bedeuten. Also das ist definitiv hier eine mütterliche Frau, die also sehr hübsch aussieht, die auch anziehend ist und die auch wirklich gerne das bequeme Leben mag. Also ja, dass dein Seelenpartner halt auch so in gewisser Weise schon auch für sie das schöne Leben bietet. Sie mag das sehr gerne und lässt sich auch ja, mehr oder weniger aushalten. So kommt mir das hier rüber. So, und also hier die Nähe zu dir ist da. Das ist die Karte der Nähe, also der Seelenpartner. Und ihr seid also sehr miteinander verbunden. Die Nähe ist da. Und es gibt ein Kommunikationsproblem zwischen euch und es gibt auch neue Möglichkeiten, also soweit ich das aus den Karten hier sehen kann, also jetzt nicht in der kalten Zeit, sondern eher in den Sommermonaten, ja. Das ist halt hier in dem eine Annäherung geben wird, auf jeden Fall in den wärmeren Monaten. So kommt mir das dann. Also die Kommunikation ist da und Kommunikationsschwierigkeit ist da mit euch definitiv. Und warum ist diese Kommunikationsschwierigkeit da? Schauen wir weiter.
da kommt die Arbeitskarte. Vielleicht ist das für euch beide noch eine große Herausforderung, dass ihr daran arbeitet, also dass ihr beide an diesen Herausforderungen, an diesem Seelenpartnerprozess arbeitet. Vielleicht ist aber auch bei den anderen, einen oder anderen auch, dass es beruflich also sehr eingespannt oder angespannt ist, also auf jeden Fall sehr viel um die Ohren hat, sehr viel zu Arbeit hat, vielleicht auch eine gewisse Selbstständigkeit zeigt sich noch, und da muss sich auch noch sehr viel gefühlstechnisch auch transformieren. Also bei deinem Seelenpartner sind auch immer wieder hier diese finanzielle Themen sehr wichtig, das hat für ihn eine große Bedeutung und ist auch eine sehr intelligente Mensch, also Karriere betont, der hat auch große Ziele und auch Ambitionen, er verreist auch schon mal des Öfteren, also die Geschäftsreise ist hier angezeigt, also es kann auch sein, dass er bald wieder auf eine Geschäftsreise geht. Oder aber auch, dass er halt über einen Umzug nachdenkt, vielleicht etwas Eigenes zu kaufen oder in einem anderen Ort oder im anderen Haus oder in einem neueren Haus umzuziehen oder in eine andere Wohnung umzuziehen. Und er hat auch diesen beruflichen Vorankommen, also er ist sehr erfolgreich, soweit ich das hier sehen kann, in seinem Beruf, ja. Der hat auch neue Hobbys, also je nachdem, ist gut in seine Kraft, ja. Jetzt schauen wir mal bei der Seelenpartnerin, also soweit ich das hier in den Karten sehe, wie wenn die das so wüsste oder ahnen würde, dass es hier noch dich gibt, dass es jemand noch in dem Leben gibt, also auch nur energetisch, aber vielleicht spürt sie das auch in gewisser Weise, dass du da bist, und sie ist auch sehr intelligent und auch ein bisschen Kommunikationstalent im Grunde, und ja, also sie arbeitet in der Öffentlichkeit und sie verdient auch recht ganz gut, also in einem öffentlichen Gebäude arbeitet sie, und da kommt auch nochmal, dass sie größere Verdienstmöglichkeiten bekommt. Also entweder bekommt die eine Beförderung, also auf jeden Fall wird noch etwas auf sie zukommen. Jetzt schauen wir mal hier weiter, wie es hier unter deinem Seelenpartner aussieht. Da ist der kleine Ärger, der hat auch immer wieder Ärger, was der aber auch immer wieder gut und sehr souverän lösen kann. Und dann zeigt sich hier auch, dass er über diesen Ärger immer informiert wird, vielleicht aber auch von einem jungen Mann, also vielleicht auch irgendwie eine Arbeitskollege oder ein Sohn vielleicht, der noch in der Firma mitarbeitet. Also auf jeden Fall wird er über diesen Ärger informiert. So, hier ist die Karte, das steht, dass es etwas kränkelt, also mit den Finanzen, kann etwas kränkeln oder läuft nicht gerade so, wie er sich das gerade in den Kopf gesetzt hat, und es wird eine Veränderung auch mit diesen Finanzen geben, vielleicht steht da ein neues Projekt an oder plant er etwas Neues, und dadurch wird auch zu seinem Lebensveränderung kommen, wenn das hier erfolgreich wickelt ist oder so, dann also denk ja auch in gewisser Weise auch an Umzug eventuell nach oder Geschäftsreise, vielleicht ist das auch etwas Größeres, was hier natürlich auch ganz viel Gewinn bringt, ja. So, bei dir an der Seite, die Nähe ist da und auch das größte Glück, also in der Beziehung, in der Partnerschaft, das heißt also, dass du durch diese Nähe, diese Beziehung zu deinem Seelenpartner so empfindest, dass es wirklich für dich das größte Glück ist, weil du so ein Vertrauen da in diese Beziehung hast, in diese Partnerschaft hast, und das gibt dir auch so viel Energie, dass du so einen Aufschwung in dir spürst, vielleicht
hat dir auch diese Seelenpartnerschaft so viel Kraft gegeben, dass du auch beruflich wirklich dich getraut hast, einen Neuanfang zu starten auch? Oder startest du jetzt gerade einen Neuanfang? Oder dass dir das allgemeine Aufschwung gegeben hat, dass du dich verändert hast, also im positiven Sinne verändert hast? Und die Karte des Kränkelns hier, die da ist, also würde ich jetzt so sagen, dass halt durch diesen Aufschwung, was du gespürt hast, dass es so für dich ein Gewinn war, Gewinn der Lebensveränderung, auch wenn es vorher nicht so gut lief, also durch diese Verbindung bist du in dir aufgestiegen und also hast du hier wirklich diesen Neuanfang auch bei dir also wahrgenommen oder gestartet. Jetzt schauen wir mal hier auf deine Seite, es steht das größte Glück, das könnte man aber auch für ein Kind deuten, falls ein Kind an deiner Seite da ist, also ein junger Mann eventuell, ein junger Mann, der sehr intelligent ist und auch sehr ein Kind, der sehr beide Pole verkörpert, also dass der auch also sehr intelligent ist, aber auch sehr, sehr feinfühlig ist, dass das regelrecht, also er spürt, wenn es dir nicht so gut geht, da ist ein Kind an deiner Seite, wo du auch sehr, sehr mit verbunden bist. Und dieses Kind hat hier auch die Arbeit und das sind auch immer wieder wieder Herausforderungen für ihn, also diese Arbeit, das kann auch für eine Schule oder eine Ausbildung hindeuten und was da, dass er da immer irgendwie was in Gleichgewicht bringen soll und also steht hier definitiv das Gleichgewicht. Hier kommt nochmal eine Karte, das kann natürlich einen Mann symbolisieren, aber wir gehen jetzt auf den Charaktereigenschaft. Das könnte jetzt zum Beispiel, falls du noch eine Beziehung hast oder dein Kind noch den Papa hat, könnte das symbolisieren hier. Das könnte dann deinen Ex-Partner oder noch Partner symbolisieren. Auf jeden Fall ist dieser Mann oder diese Karte steht hier für jemand, also steht hier für den Charakterzug, sage ich mal für den Charakterzug, dass diejenige also sehr gerne Geld mag und auch wenig Selbstvertrauen hat und also dieses Äußere, also das Geld oder zum Beispiel Markenklamotten, hier dein Kind zum Beispiel Markenklamotten oder ein teures Handy braucht, um bei den Freunden auch noch zusätzlich gut anzukommen, dass du darauf achtest, dass du das hier mit ihm ausbalancierst, also in der Schule. Das würde dann für mich das jetzt als Charaktereigenschaft noch bedeuten, dass er halt immer etwas braucht, um seinen Selbstwert generell zu stärken. Ja, also heute die Kinder sind auch manchmal wirklich von äußeren Einflüssen auch sehr beeinflusst und dann auch ist immer gut, wenn man da einen Blick drauf hat. Also hier ist die Zufriedenheit und Harmonie. Im Grunde ist das Kind sehr zufrieden und auch sehr harmoniebedürftig. Und der hat auch eine sehr tiefe emotionale Bindung, also auch zu dir, ja. Jetzt schauen wir mal noch, was hier in der Öffentlichkeit bei dir los ist. Also du schaust hier in der Öffentlichkeit, also dein Kind ist hier, das öffentliche Gebäude. Also entweder ist das die Schule oder ist das deine Arbeit, die Öffentlichkeit, wo du auch wirklich gut Geld verdienen kannst, also du bist gut in deine Kraft, du kannst gut Geld verdienen, deine Finanzen sind hier definitiv sehr, sehr stabil und du kommst auch gut beruflich vorwärts und diese Veränderung war auch notwendig und
Ja, also du bist stabil und vielleicht hast du auch immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Eingebungen, was du hier in deinem Beruf oder in deine Arbeit noch mit einbringen kannst, was dich nach vorne bringen kann. Hier das mittlere Gewinn steht auch da, dass du manchmal ein wenig zweifelst, also dass da gewisse Zweifel in dir hochkommen. Und das verzögert so ein bisschen deine Projekte oder bremst dich so ein kleines bisschen aus. Wichtig ist da wirklich die Balance zu lernen oder wiederherzustellen zwischen deinem Gefühl und rationalen Denken. Also beides ist genauso wichtig. Nicht nur das Gefühl, auch nicht nur das Denken, sondern dass du dann nicht immer zögerst, sondern dass du das in Gleichgewicht bringst, dass du dich traust und deinen Impulsen folgst. Also hier ist die Karte der Weite. Das kann auch jetzt durchaus für ein Ausland stehen, für eine andere Stadt, für eine weitere Entfernung. Hier ist die Karte nochmal, wenn ich das so bei dir schaue. Also es kann auch sein, dass du von irgendwo aus der Weite Geld bekommst, also Geld erwartest, eine größere Summe. Es kann auch durchaus eine Erbe sein. Eine Erbe sein oder ja, eine größere Summe, was du hier erhältst. Allerdings ist es wirklich wichtig, dass du es nicht ausgibst, sondern dass du das irgendwie solide anlegst oder investierst auf jeden Fall. Das ist durchaus positiv. Jetzt schauen wir hier, also die Seite, was du nicht sehen kannst, was du nicht bewusst wahrnehmen kannst. Du willst diese Partnerin von deinem Seelenpartner definitiv nicht wahrnehmen, falls er eine Partnerin hat. Wenn er keine Partnerin hat, ja, dann verschließt du die Augen davor oder willst es nicht wahrhaben. Du sagst, nö, ich will das nicht sehen, aber im Grunde vielleicht magst du auch gerne das schöne Leben und sehnst du dich danach, dass der Mann gut für dich sorgt, dass du also halt auch nur das schöne Leben genießt, dass du nicht so viel arbeiten brauchst, dass dein Mann halt wohlhabend ist. Vielleicht sehnst du dich danach oder möchtest gerne auch mal von dem Mann ausgehalten werden. Ist nur eine Anregung, ja, ist nur eine Anregung, eine Möglichkeit. Dann schaue ich hier weiter, hier diesen nächsten Mann, der steht für eine Strenge, steht für einen Charakterzug, Strenge, Angstgefühle zu zeigen, vielleicht auch eifersüchtig, zu autoritär. Also wenn wir jetzt die beiden Charaktereigenschaften verbinden, also du verschließt dich von diesen beiden Charaktereigenschaften, du bist also bei dir, also du bist wehe zu lieb, dass du sagst, ja, ich bin jetzt so lieb und ich symbolisiere hier nur eine schöne Frau, die ja halt sich aushalten lässt, oder ich bin streng, kann meine Gefühle nicht zeigen. Im Gegenteil, du sagst, ich bin wie ich bin und ich kann gut für mich selber sorgen und ich kann aber auch meine Gefühle selber zeigen, weil du drehst den Kopf hier von diesen beiden Charaktereigenschaften weg. Und du kommst immer mehr bei dir an. Und das ist auch wirklich wichtig in diesem Seelenpartnerprozess. Und das ist auch für dich so vorbestimmt. Allerdings gibt es schon gewisse Sorgen, also an deiner Seite, aber die siehst du auch nicht. Da drehst du auch den Kopf davon. Also die Sorgen sind da, weil du halt große Pläne hast, weil du große Ziele hast mit deinem Seelenpartner. Und oft ist das auch so, dass du wirklich größere Pläne hast oder größere Wünsche hast, was sich jetzt momentan noch also umsetzen, also in der Realität möglich ist, sag ich mal. Und da verschließt du auch deine Augen, also du visualisierst das schon, wie das mit deinem
Seelenpartner weitergeht und du willst hier alles nicht sehen, du bist bei dir in der Kraft und sagst du, ja, das kann ich schon erreichen. Natürlich können wir das alles erreichen und natürlich können wir auch große Pläne haben. Es ist auch wichtig, wirklich Pläne und Ziele zu haben, dass man was erreichen kann. Aber dann braucht das vielleicht noch ein wenig Zeit. Also hier kommt die Karte Frühling, also steht für Familie, für Erneuerung und auch für wirklich sorgsame Pläne und Möglichkeiten und auch neue Wachstum. Also das wird jetzt noch nicht stattfinden, also meiner Erachtens nach erst im Frühjahr wird hier ein Fortschritt da mit deinem Seelenpartner geben oder weitergehen. Und es ist auch da, einfach die Karte ist da, das steht für eine gleichaltrige oder jüngere Kind oder eine jüngere Dame. Das symbolisiert hier Intelligenz, Ehrlichkeit und Organisation. Also, dass du dann ehrlich zu dir bist, dass du ja, also du bist intelligent genug, ehrlich zu dir selber genug und kannst das wirklich so annehmen, dass es im Moment noch nicht drin ist, da noch eine Partnerin eventuell an seiner Seite ist, also dass es erst im Frühjahr möglich ist. Wovon verschließt dein Seelenpartner seine Augen? Er verschließt die Augen, also von diesen ganzen Sorgen. Er will diese Sorgen so nicht sehen, also er konzentriert sich wirklich auf Reichtum, so auf seine Arbeit, was er also wirklich auf der Arbeit erarbeitet hat, auf diese Reichtum, konzentrierte sich auf diese Gewinne, das ist ihm also finanziell wirklich sehr wichtig, Erfolg ist ihm auch sehr, sehr wichtig, Erfolg, und er hat auch wirklich immer wieder konkrete Pläne, also da konzentrierte sich da drauf, will das aber nicht wahrhaben, also will das nicht wahrhaben, dass er so, also sage ich mal, nur seine Finanzen im Kopf hat, das will der gar nicht wahrhaben, da verschließt er die Augen davon, ja, dass das so eine große zentrale Rolle doch bei ihm spielt, das will der nicht wahrhaben. Hier kommt nochmal ein Kind bei ihm, also ein Kind, und das ist ein Kind vielleicht, der auch noch zu Hause ist und also auch an ihm hängt, also nicht erwachsen werden kann und auch wirklich die Vergangenheit also sehr schwer verarbeiten kann. Das kann auch dahin deuten, dass hier eine Scheidung stattgefunden hat, eventuell. Und ja, das Kind noch emotional daran also leidet und hängt, also sehr an Familie hängt. Das intuitiv würde ich jetzt hindeuten, hier eine Tochter, ja, eher ein Mädchen würde ich hindeuten. Und ja, ist das Haus und Umgebung, also sie wohnt noch wahrscheinlich zu Hause und ja, und das ist auch dieses emotionale Glück zwischen also deinem Seelenpartner und dem Kind, emotionale Erfüllung und auch harmonische Familienverhältnisse. Sollte das jetzt keine Person hier darstellen, dann würde ich sagen, dein Seelenpartner verschließt einfach die Augen von der Vergangenheit und will das nicht wahrhaben, dass er doch noch an seine Vergangenheit leidet. Und das hat was mit seinem Haus und Umgebung zu tun. Also mit diesem Glück, emotionale Erfüllung, also mit dem Beziehung. Also mit, ich denke schon, dass das mit einer früheren Beziehung zu tun hat, dass er darunter leidet und das nicht wahrhaben möchte und deswegen halt auf diese finanziellen Sachen schaut und darauf sich konzentriert und deswegen seinen Augen also komplett verschließt und sagt, nein, ich bin nicht materiell eingestellt. Im Grunde ist er aber schon. Jetzt schauen wir hier die untere Seite noch, das haben wir gar nicht geschaut. Also unter deinem Seelenpartner ist hier die kleine Ärgerkarte
Und da ist aber auch allerdings sofort diese Veränderung da. Diese Veränderung deutet darauf hin, dass er sich in einer gewissen Weise entweder zurückgezogen hat oder zurückziehen wird, um seine Gefühle neu zu formulieren, um seine Gefühle neu zu heilen. Das ist auch die Karte der Gesundheit und der Heilung. Und hier, das steht für die größte Erfüllung in der Liebe und Partnerschaft, also für die emotionale Verbindung, ja, für bestehende Beziehung, ja, feste Struktur, feste Verbindung, ja, dafür steht es da. Also er will das, also kommt in der Veränderung durch diese Isolation, er zieht sich so ein bisschen zurück. Das ist auch gut so. Lass ihm auch so ein bisschen zurückziehen. Hier ist auch für ihn hilfreich auch die Spiritualität. Also es hilft ihm, also erstmal zu sich selber zu finden, ruhiger zu werden. Ist auch jemand, der schon mal nervös ist und sich aufregt und ja, es fehlt ihm auch in der Verständigung und hier ist auch Spiritualität von einer großen Bedeutung, also große Hilfe für ihn. Vielleicht bist du spirituell und unterstützt ihn energetisch oder ist er vielleicht selber schon auf dem Weg und ja, auf jeden Fall, entweder macht er Meditation, progressive Muskelentspannung oder öffnet sich für Spiritualität, schaut vielleicht Orakel an, geht zu Kartenlegerin, zu Beratung, solche Dinge kann das alles natürlich bedeuten. So, und hier also unter ihm war ja die Karte, dass er hier eine Nachricht auch bekommt, wenn was beruflich bei ihm nicht so gut läuft, von einem jungen Mann, vielleicht von einem Arbeitskollegen oder ähnliches. Also wenn das auch nicht so läuft, wird aber sich positiv entwickeln. Das heißt, er wird sich darüber freuen, es wird sich doch positiv entwickeln. Manchmal ist es einfach im Leben so, dass wir gewisse Dinge planen und dann doch anders verläuft, aber im Nachhinein doch darüber sehr froh sind. Ja? Und hier ist auch die Lebensfreude. Er wird sich darüber auch sehr freuen, wie sein Projekt oder was er vorhat, was er geplant hat, also sich positiv generell sich sehr positiv entwickelt. Hier sehe ich noch einen jungen Mann an seiner Seite. Das kann auch wirklich ein junger Mann sein oder ein Kind, nochmal beide Geschlechter. Aber wenn wir jetzt keine Personen deuten, dann steht das für einen Geschäftsmann, der wirklich so sehr seine Gefühle gut kontrollieren kann, der also die Emotionen, der so objektiv ist, also geschäftstüchtig ist, treu, verlässlich, ja, also symbolisiert er sowas. Also das deute ich jetzt nochmal als seine Charaktereigenschaft so im Außen. Und dann kommt hier die letzte Karte, das steht für eine Freundin oder eine Verwandte, für jemand Charmantes. Und die in ihren Selbstwert ist, in ihrer Selbstachtung ist und ja, die nicht so ganz ehrlich ist. Dann, also die beiden Karten zusammengedeutet, also dass der halt ein charmanter Geschäftsmann ist, dennoch so seine Gefühle ganz gut unter Griff hat. Und also wenn er was sagt, das ist sehr charmant, ist, kommt, tritt auch mit einer gewissen Achtung hervor, mit einer Selbstsicherheit und ja, da würde ich nicht alles so glauben, was er so ausspricht, weil der also seine Gefühle gut im Griff hat. Wenn er dir sagt, zum Beispiel, ja, und mit dir Schluss macht, zum Beispiel, und sagt, ja, der sieht da keine Basis da, würde ich auch nicht alles so eins zu eins glauben, weil der kontrolliert seine Gefühle ganz gut. Also im Grunde, wie das hier in den Karten aussieht, hat er also sehr starke Gefühle auch für dich und was euch verbindet hier, auch diese Vertrauen in der Partnerschaft, ja.
Also das ist hier definitiv da, die Stabilität, ja. Und auch das größte Glück verbindet euch, die Harmonie verbindet euch, also durchaus positiv. Also die Veränderung der Lebensfreude kommt auf deinen Seelenpartner hinzu. Du bist ja auch hier in seiner Linie. Also bei dir ist die Arbeit, was dir also finanziell also sehr gute Einkommen und Sicherheit bringt. Also dein Seelenpartner schaut exakt auf dich, ja, und will seine Charaktereigenschaft, diese Strenge, nicht wahrhaben. Er will diese Strenge nicht wahrhaben, dass er halt so seine Gefühle nicht zeigt. Das will er nicht wahrhaben, will er nicht sehen, ja. So, wie kann ich das noch deuten? Also ich deute nochmal hier diese Konstellation mit ihm. Also du bist hier mittig, also bei dir ist die Nähe, ist er, also ist da noch eine gewisse Partnerin und ja, das größte Glück auch mit deiner Arbeit. Also ich weiß jetzt nicht, was du auf der Arbeit machst, aber du bist ganz glücklich mit deiner Arbeit, wie es momentan so gerade läuft. Bei deinem Seelenpartner, wenn ich jetzt ihn betrachte, ich nehme jetzt mal hier diese Neuner-Kreis um ihn herum, also eine Veränderung, also mit dir wird eine Veränderung auf jeden Fall geben und also dieses Ausstrahlen, was er so gerade ausstrahlt, dass er halt seine Gefühle nicht zeigt und autoritär ist und so, hat was damit zu tun, dass er halt erstmal dieses größte Vertrauen in der Ehe und Partnerschaft erstmal finden muss. Also vielleicht hat er auch schlimme Sachen, also in den früheren Beziehungen erlebt. Also ja, deswegen musste das halt auch so für dich das so spiegeln. Also die Nähe ist da, die Ärger will er jetzt nicht wirklich wahrhaben. Also hat er hier halt die Partnerin über seinen Kopf, die ihm auch immer wieder eine gewisse Ärger macht, sage ich jetzt mal. Ärger insofern, dass er sich darüber ärgert, dass er halt da einfach irgendwie nicht rauskommt. Und also ihr seid hier definitiv wirklich nebeneinander und das deutet für mich so, dass ihr total gegensätzlich seid, ja, also dass du hier sich als blonde Frau hier in dem Bild legst und zeigst, also eine blonde, liebevolle Seelenpartnerin und da ist eine kühlere, vielleicht auch eine Liebe, will ich jetzt nicht behaupten, vielleicht auch eine liebe Frau, die eine schöne Ausstrahlung hat, die halt so mütterliche Eigenschaften hat. Aber bei dir ist das was völlig anderes, da ist die Seelenliebe einfach da. So, das würde ich jetzt so mal lassen und das ist jetzt aktuell, jetzt für den Vollmond und für diesen Wintersonnenwende, also diese Legung. Und ich würde gerne jetzt die Karten auszählen und ziehe ich noch dazu ein paar Klärungskarten. So, hier haben wir auch, dein Seelenpartner ist jetzt auch raus. Also ich habe da eine bestimmte Methode, wie ich hier diese Legung mache. Also ich überlege mir echt im kommenden Jahr, ob es da auch vielleicht auch dazu Kurse gibt oder Videokurse. Es haben mich welche gefragt. Also natürlich könnt ihr gerne auf mich zukommen
Menschen können mir auch eine E-Mail diesbezüglich senden. Aber wenn das auch soweit ist, werde ich das auch im Orakel mal wieder vorstellen. Das ist dann immer schön, um zu sehen, wie es hier weitergeht, wenn ich hier die Karten auszähle. Also du bekommst 3 Karten auf dich. Ich würde hier auf diese Erfüllung in der, das größte Glück in der Ehe und Partnerschaft 3 hinlegen. Dann würde ich hier auf dieses größte Glück noch eine Karte hinlegen. Ich schaue gerade und auf das Information, ob da noch irgendwie eine Information auf dich zukommt, ja? So, dann beginne ich jetzt für dich mit diesen 3 Karten. Also für dich kommt definitiv die Karte der Arbeit. Also das bedeutet für mich auch, dass du auch auf der Arbeit also einiges zu tun hast oder auch noch an dir oder an deine Seelenpartnerschaft hier noch einiges also aufarbeiten sollst. Es kommen neue Herausforderungen. Auch vielleicht irgendwie ein Arbeitswechsel für dich sogar. Du musst hier irgendwie etwas in Gleichgewicht noch bringen. Es kann auch hier auf eine gerichtliche Verhandlung nochmal hindeuten. Also es kommt etwas Offizielles auf dich. Gerichtliche Verhandlung muss nicht unbedingt, aber es kann sein, dass du hier irgendwie noch was nachzahlen musst, dass eine Herausforderung ist, der Finanzamt nachzahlen muss. Oder solche Dinge, ja. So, dann die zweite Karte steht normalerweise für einen Ärger und Tränen, aber auch, dass du halt hier diese finanzielle Sicherheit, was du im Moment dann hast, dass du das wirklich durch harte Arbeit erarbeitet hast. Und diese Stabilität, was jetzt gerade in deinem Leben ist, ja. Und du kommst auch mehr in deine Professionalität. Also das heißt, wenn du jetzt selbstständig bist oder was machst, kommst du auch mehr in deine Professionalität. So, die Karte steht für dich. Also die Karte steht für dich auch für eine gleichaltrige oder jüngere Frau oder eventuell ein Kind, der sehr intelligent ist, ehrlich ist und gut organisiert oder als Charaktereigenschaft für dich, du bist sehr gut organisiert, intelligent und ehrlich zu dir selbst, also du hast hier auch große Ziele, also jetzt diese Vollmond wird auch dir also vieles bewusst machen, du hast auch hier viele große Ziele, konzentrierst dich mehr auf deine Karriere. Und du hast auch gute Ambitionen, also total positiv, soweit. Jetzt auf das größte Glück kommt, auf das größte Glück kommt für dich der Seelenpartner, weil der dich auch bereichert, sei es jetzt im Gefühl, in Emotion, in der Tiefe. Also der hat einiges bei dir verändert. Du bist mehr in deine Kraft gekommen. Du hast dich entwickelt, vielleicht auch optisch dich verändert. Ob da Nachrichten kommen, ja, es ist eine Bestimmung. Es kommen bestimmte Nachrichten, vielleicht auch auf der Seelenebene oder halt einfach von deinem Seelenpartner etwas. Das steht aber auch allerdings für Melancholie, so ein bisschen Verstimmung auch bei dir. Also achte darauf, dass du jetzt in den Feiertagen, falls jetzt keine Nachrichten kommen, dass du einfach nicht in diese Melancholie verfällst, sondern dass du dir halt neue Pläne machst und auch so ein bisschen deine Pläne realistischer betrachtest, dass du dir nicht so Riesenpläne machst mit kleinen Schritten. Wenn du dich noch nicht gemeldet hast, dann wünsche dir doch erstmal einen freundschaftlichen Zugang, nicht direkt das Zusammenziehen, sondern in kleinen Schritten, dass du halt mehr in diese Bedingungslosigkeit gehst. Also das größte Vertrauen in der Liebe und Partnerschaft kommt hier, ja, ist jetzt hier
größte Erfüllung in der Liebe und die feste Verbindung. Und da kommt die Karte ja, von diesem Kind. Also ich würde jetzt so deuten, dass halt alles erfüllt ist, also in der feste, größte Glück in der Ehe und der Partnerschaft und größte Erfüllung in der Liebe. Das ist jetzt schon mal eine Einheit, also eine perfekte, höchste Karte überhaupt, was man erreichen kann. Hier kommt nochmal eine Frau. Also eine Frau oder eine Freundin, es kann eine Freundin oder eine Verwandte symbolisieren, ja. Also entweder hast du jemand in deinem Umfeld, die wirklich diese größte Erfüllung in ihrem Leben schon in der Liebe hat, oder es symbolisiert dich, dass du mehr in deine Selbstachtung kommst, dass du ja, dass du halt charmant im Außen bist, dennoch in deine Selbstliebe kommst und dass du das dann auch ausstrahlst. Also diese Karte symbolisiert hier jemanden, der nicht das Vergangene loslassen kann. Also es ist wichtig, dass du die vergangenen Themen und vergangene Verletzungen loslässt, mehr in deine Selbstachtung kommst und dass du das auch ausstrahlst, ja, dass du diese, ja, dass du dann in deine Kraft bist, dass du das ausstrahlst, dann wird diese größte Liebe, diese Erfüllung in der Liebe dann auch für dich stattfinden. Sollte das jetzt eine Freundin sein, kann sein, dass sie das schon hat oder eine Verwandte, auf jeden Fall, dass du jemand kennst, die diese erfüllte Seelenpartnerschaft schon lebt. Wir ziehen jetzt ein paar Klärungskarten. So, die Frage war, wird es sich jetzt zum Weihnachten nochmal irgendwie oder jetzt den Vollmond, wird dieser Vollmond etwas auslösen, dass sich dein Seelenpartner bei dir meldet oder nicht? So, und das ist wirklich unglaublich, wenn ich die Karten lege und frage, das ist ja schon ziemlich ja, dieselbe Bedeutungen auch dann kommen, so längerfristig gesehen. Also hier ist die Öffentlichkeit, die Karte der Gerichts, also das dauert noch, und zwar wegen dem Geld und wegen der noch Partnerin, dass sie sich bei dir meldet. Also er konzentriert sich wirklich jetzt auf seine Arbeit und ja, er wird halt dieses unverhoffte Geld bekommen. Das bedeutet, ja, er möchte da eine stabile Sicherheit haben, eine finanzielle Sicherheit an seine Seite haben. Jetzt habe ich mich spontan noch dazu entschieden, dass ich jetzt eine Tarotkarte jetzt noch ziehe und frage einfach, so, dieser Vollmond und dieser Neumond, Moment, ich habe noch gar nicht ausgesprochen, diese Vollmond und diese Wintersonnenwende, Entschuldigung, diese Vollmond und diese Wintersonnenwende, was bringt uns denn mit der Seelenpartnerschaft in Verbindung in dieser Zeit? Es kamen zwei Karten und die lasse ich. Also stelle ich dir das hier hin. Also einmal kam der Mond und einmal die sieben Münzen. Der Mond ist also sehr, sehr schön in wirklich in männlich-weiblich, im Schwarz und Weiß abgebildet. Also siehst du auch den Hund abgebildet. Das sind also sehr, sehr schöne Karten. Also sehr schöne Karten mit ganz viel Gold illustriert. Also das steht für die letzten Prüfungen jetzt auch in diesem Prozess, auch für Irrwege, für Illusionen und von Beendigung von Karma. Also es wird jetzt ein karmischer Zyklus beendet und
Es sind auch Auseinandersetzungen mit deinem Unterbewusstsein und du wirst dich auch in diese neue Bewusstseinsebene begeben und auch so genauso dein Seelenpartner genauso, also bei ihm ist das auch, wird ja auch einen Prozess halt auslösen. Und also das kommen neue Erfahrungen auf dich zu und es ist wichtig, dass man wirklich auf der Stimme des Herzens hinhört, ja, also im Stimme des Herzens auch prüft und wirklich ja, vielleicht auch in der Meditation geht und also Orientierungshilfen sich holt, jetzt wie mit dem Gartenling oder wie mit den Engeln, wie mit dem Gefühl, dass du in dein Gefühl gehst, wenn du dich an deinen Seelenpartner konzentrierst, dass du deine beide Augen schließt und hineinfühlst, zieht das dich zu ihm hin oder drückt es dich eher weg? Oder stelle dich hinein, stell dir die beide Sachen vor, die Beziehung mit deinem Seelenpartner, stellst du zwei Papierstückchen auf dem Boden, auf eine schreibst du Seelenpartner, auf dem anderen was anderes, vermischst du die Zettel, dass du das auch nicht siehst, legst du auf den Boden hin und stellst du dich darauf und gehst du in deinem Körpergefühl hinein, ist das gut oder ist das fremd oder fühlt sich das vertraut für mich ein und ja, und du wirst hier auch nochmal daran erinnern, dass du wirklich daran dich da hineinfühlst, sind diese Bereiche für dich fremd und wo gibt es auch noch blinde Flecken, die werden auch noch hochgeholt und gezeigt, diese blinde Flecken und es kommen auch neue Erfahrungen, die du noch meistern sollst. Also die besten Antworten kriegt man immer durch die Meditation und vertrau da drauf und also du wirst auch eine gute Hinweise bekommen, ja. Und du kannst auch wirklich, wenn du Bilder bekommst, auch aufschreiben, dass du dann die Worte oder die Bilder, die du bekommst, dass du das aufschreibst, was es dir auch also wirklich auch sagen möchte, ja. Und Moment, das war noch die. Und das waren die sieben Kelche. Und die sieben Kelche stehen für Verderbnis, also das steht für Verdruss, Überdruss, also es ist wirklich die Zeit auch da, die Augen nochmal zu öffnen und auch manchen schmerzhaften Realität zu stellen, zu erkennen und wahrnehmen, also bist du auch für deine innere Wirklichkeit auch bereit. Also das heißt, dass du wirklich diese ganze Seelenpartnerschaft auch so anschaust, auch wenn er sich nicht meldet, sind auch bei vielen so, dass der Seelenpartner nur für diese Lernaufgabe dient, also oder dass er nur eine gewisse Weise eine Lernpartnerschaft ist, dass du daraus lernst, dass du dich auch spirituell entwickelst. Natürlich ist das nicht bei jedem so. Bei vielen ist es auch so, dass man halt auch zusammenkommt, also wenn ihr eine Zwillingsflamme seid. Und weiche bitte nicht aus der Stagnation deiner Emotionalität, sondern lass es zu, dass diese Energien sich verstärken und auch diese Enttäuschungen, die du überwunden hast, ja, hat dich das überfordert? Wie war das für dich? Wie war das für dich, diese Beziehung? Hat dich das auch überfordert? Was hast du aus dieser Beziehung gelernt? Was möchtest du in deinem jetzigen Zustand verändern? Erkenne deine eigenen Schatten. Nehme dann auch diesen Schatten an, dann werden sie auch an der Macht verlieren. Also um zu wissen, ob das dein Seelenpartner wirklich ist, oder Zwillingsflamme oder
ist das nun eine karmische Seelenpartner oder eine Lernpartner, die dich an deinem spirituellen Weg weiterbringt, erfährst du wirklich in eine persönliche Legung. Aber all diesen Themen, die ich jetzt angesprochen habe, wird der Vollmond nochmal in dir auf emotionale Art und Weise hochholen, dass du sie nochmal anschaust, dass du nochmal in dich hineinfühlst, ist das das für mich oder nicht, und dass du damit besser umgehen kannst. Das wird auf dir, bei dir auf jeden Fall nochmal hochgespült, ja. So, und natürlich gibt es auch zum Vollmond und zum Wintersonnenwende auch eine Energiekreis und ein Ritual bei mir. Also ich begleite euch da auch energetisch mit Reiki. Solltest du dieses Gefühl haben, es kommt bei dir etwas hoch und du kannst mit deinen Emotionen auch gar nicht so umgehen. Wir haben auch zum gleichen Tag auch, glaube ich, noch einen Portaltag, ich glaube am Freitag. Also es wird ein sehr, sehr energetisches Wochenende, also Freitag, Samstag. Und diesbezüglich wird ein Energieangebot hier stattfinden. Das werde ich dann morgen in meinen Seelenpartner-Orakel auch vorstellen, ja, was ich hier ein Angebot habe, und natürlich kannst du auch daran dann teilnehmen, falls dich das anspricht. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn das der Fall ist, freue ich mich, wenn du mir ein Like da lässt und einfach auch meinen Kanal folgst. So wirst du auch sehen, falls es etwas Neues hier von dem Kanal Reka gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.